Und dann kriege ich da hoffentlich was raus. Ein... Hallo meine lieben Leute, euer Blöigstum wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online und wir beginnen heute mit dem Level von Spiral, nämlich mit dem Level Easy Bowser Castle. Und ja, er schreibt, dass es gar nicht so easy ist, zumindest laut Bookmark. Ja, die Abschlussrate war glaube ich relativ gering, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber sie war jetzt nicht so hoch. Und ja, es ist ein Standard-Level, okay. Und ich soll Verbesserungsvorschläge geben, okay, gut, dann schauen wir mal, ja. Mal schauen, ob es mir Spaß macht. Okay. Kriege ich hier einen Helm irgendwo? Anscheinend noch nicht. Nee, das ist, glaube ich, nur ein Design-Aspekt. So, hier runter. Und ich hoffe, es kommen hier nicht irgendwelche random Flammen auf mich zu. So, ja, da sind random Flammen. Aber die gucke ich mir an. Okay, da in der Mitte bin ich safe. So, perfekt. So, und da bin ich auch safe. Okay. So, schnell durch. So, kommen hier Pflanzen raus? Nee. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich in eine Röhre kann. Ich check mal alle aus. Und dann sollte man den Spieler eigentlich schon damit belohnen, dass man zumindest irgendwo in eine Röhre kann und dann ein Power-Up findet oder so. Aber, ja, hier war jetzt nichts der Fall. Nö, okay, nur am Ende. Aber das ist die reguläre Röhre, denke ich. Aber vielleicht kommt ja noch eine geheime Röhre. Weil es sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Ja, also hier würde ich auf jeden Fall irgendwo eine Röhre platzieren, wo man tatsächlich reingehen kann. Und dann zum Beispiel den Pilz findet. Genau. Statt den da einfach so herzugeben. Wenn man schon so viele Röhren macht, ne? Genau, so. Und hier ist nix gewesen. Okay, alles klar. Und ja, super. Da war der Pilz. Da war der Pilz. Okay. So, und eine Ranke. Okay, gut. So, ein Blindjump nach unten. Und ein Pfeil nach links. Okay, den kann man so leicht erkennen. So, deswegen bleibe ich mal links. So, und ja, gut. Ja, gut, man hat überall überlebt. Okay, alles klar, alles klar. So, Kettenhund. So, vielleicht wäre jetzt hier eine Feuerblume gewesen, wer weiß. Da wurde ich um meine Feuerblume betrogen. Und jetzt komme ich wieder nach oben, oder? Ja, okay, das ist eine Reset-Tür. So, hier ist nix. So. Checkpoint. Okay. Also, der Abschnitt sah jetzt ein bisschen komisch aus. Der wirkte so verlassen, ne? Vom Rest des Levels. So wie eine einsame Insel. Okay. So. Okay, Knochenbahn. Ja, soll ich jetzt hier drauf bleiben oder nicht? Ich bleib mal hier drauf. Aber ich denke, ich habe es noch nicht geschafft. Nee. So, ich hoffe, man wird nicht gezwungen, hier drauf zu bleiben. Okay, die Knochenbahn braucht man überhaupt nicht. Alles klar. Alles klar. Und auch dieser Pilz war mal. und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Okay, die Knochen trocken. Sind zum Glück dumm und sterben. Okay. Gott sei Dank. Und eine Feuerblume. Sehr gut. Und da war noch eine Feuerblume. Okay. So, kommt jetzt ein Boss? Noch ein Pilz? Okay, also die Power-Ups sind ein bisschen unnötig. Aber okay. Ja. Wahrscheinlich hätte ich den Propellerpilz nicht nutzen sollen. Aber mal gucken. So, Checkpoint nochmal. So, und das sieht doch noch Boss aus. Nach einer Spinne und noch ein Power-Up. Ja, hier kann man theoretisch... Nee, okay, man kann nicht zurückgehen. Okay, gut. So, jetzt kommt eine Spinne, oder? Oder einfach nur irgendein Boss. Ne? Ein Bowser. Ein Standard-Bowser. Ein klassischer Bowser. Den ich allerdings nicht besiegen kann, weil ich meinen Propellerpilz habe. Okay. Gut, ich denke mal, der Bowser muss dann nach unten. Oder ich muss drüber. Ja, ich gehe mal drüber. Aber okay, da ist nix. Okay, dann muss ich ihn doch besiegen. Okay. So. Wieder runter. Und jetzt komme ich schon durch. So. Jetzt kann ich den Bowser hier besiegen, theoretisch. Ja, mach mal das. So, oder muss ich ihn besiegen? Ne, anscheinend nicht. So, was ist hier in der Tür? Noch ein optischer Effekt. Ja, okay. Schön. So, und der Bowser hier, der chillt sein Leben. Jawohl. Ah, das ist lustig. Okay, gut. Dann gehen wir ins Ziel. Ja. Hat mir gefallen.
Einige Punkte habe ich natürlich genannt jetzt, aber grundsätzlich hat es mir Spaß gemacht und ja, du kannst ja gerne eine schwere Version davon bauen. Okay, und ich würde dann sagen, ich mache dann weiter mit dem nächsten Level. So, und wir spielen noch das Level von Flexdi, nämlich eine chinesische Mauer hat er gebaut. Okay, und das Thumbnail sieht sehr schön aus, also das längliche Thumbnail. Gefällt mir schon mal sehr gut und wir laufen an einer chinesischen Mauer entlang. Und es ist eher klassisch mit Design. Okay, gut. Ja, der Flexdi, der ist bekannt für solche Themenlevel. Genau. Und die macht er eigentlich auch immer recht gut. So. Okay. Ja, okay. Hier sind die ganzen Chinesen, die versuchen mich aufzuhalten, ne? Okay. Aber ein Power-Up wäre nicht schlecht. Ein Power-Up wäre nicht schlecht. Da oben kriege ich vielleicht eins. Nein! Ich kriege kein Power-Up. Aber hier kriege ich ein Power-Up. Okay, gut. Soll das irgendwas darstellen noch? Irgendwas stellt das bestimmt dar. Ich war noch nie auf der chinesischen Mauer. Ja, ups, vielleicht irgendwann mal, ne? Aber nee, da habe ich dann eher andere Reiseziele vor Augen, ne, als China. Gut, da kriege ich irgendwo einen Schlüssel von dem Wiggler. Wer weiß, vielleicht da oben. Ja, da oben ist auf jeden Fall ein Block. So, und den will ich natürlich haben. Aber ich krieg den nicht so leicht. Komm her, Block. Komm her. Ja, ich muss damit Fullspeed rein. So, und dann. Ups, okay, das wollte ich nicht. Scheiße. Ah, okay. Okay, ich verzichte auf die Blöcke. Ich hoffe, da ist nicht der Schlüssel drin. So. Bevor ich hier noch irgendwo abkratze, das wäre nämlich nicht schön. Nochmal, Wiggler. Okay, und wow. Oh je. Ich muss hier durch. Sven! Scheiß Pflanze! Blöde Pflanze, ey. Und es gab keinen Checkpoint. Mann. So, da bin ich wieder. Ich rush gerade hier durch. So, 30 Sekunden habe ich hier gebraucht, ungefähr. Sogar ein bisschen mehr. Ja, okay. Aber wenn ich den Schlüssel habe, dann habe ich den Checkpoint auch. Gut, dann. Ja, wo ist der Schlüssel? Hier drin. Hier drin ist anscheinend der Schlüssel. So, und jetzt. Ja, das kriege ich leider nicht auf. Ja, wohin muss ich jetzt da hoch auf jeden Fall? Schraubenschlüssel, okay. So, den töte ich mal. Und hier kann ich den Mancher töten. Und dann kriege ich da hoffentlich was raus. Ein! Oh, nee. Mann. Das ist blöd. Ja, ist auch blöd, dass mir das jetzt schon wieder so schon wieder passiert, ne? Erst bei der Pflanze und dann jetzt. Ach Gott. Naja, bis gleich. So, und ich schau jetzt mal, was hier oben ist. Nun, lächerlicher Pilz. Na gut. So, Panzer. Ja, danke. Ich hab den Schlüssel, juhu. So, und egal. Ist mir egal. Alles egal. So. Und wenn ich jetzt die Schlüsseltür öffne, dann habe ich den ersten Checkpoint. Okay. Und das Level sieht recht lange aus und bloß nicht unnötig sterben, bitte. So, aber jetzt habe ich immerhin den Checkpoint. Okay, gut, danke. Aber es ist ja auch die chinesische Mauer, ne? Da kann man kein kurzes Level erwarten. So, und was war da drin? Da war eine Feder drin. Oh, und jetzt wird er großzügig mit den Power-Ups. Sehr gut, und da kriegt die Pflanze auch ein KO drauf und die Pflanzen auch. Und der Panzer hätte mir theoretisch behilflich sein können, aber egal. So. Ja, jetzt werden die alle getötet hier. Jawohl. Das macht doch Spaß. Oh, ich muss aufpassen. So, jawohl. Oh nein! Okay. Skill. Das war alles natürlich so geplant. Auch, dass ich jetzt die Feder verliere, war geplant, denn die Feuerblume, die ist hier sicherlich um einiges besser. Jawohl. Und hier ist doch ein unsichtbarer Block, ne? Ja! Ja! Okay, sehr gut. Und ich bleib mal hier stehen. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwo schnell reagieren muss. Aber wahrscheinlich kriege ich jetzt hier wieder irgendwo einen Schlüssel, oder? Kriege ich einen Schlüssel? Nö. Okay. Ein P-Switch. Alles klar. Wofür? Keine Ahnung. Dafür. Ah, okay, für den Effekt. Alles klar, okay, nice. Und wir sind im Ziel, aber ich gehe noch nicht ins Ziel. Nein. Ich schaue mir noch weiter in die chinesische Mauer an. So, bitte jetzt kein Softlock. Das wäre jetzt halt blöd.
So, mal schauen, ob er jetzt ein Super Secret gebaut hat. Ne? Ja, 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 das sieht schon aus. Nee, anscheinend nicht. Oder vielleicht doch. Nee, okay. Oh, nein! Ich bin lächerlich gestorben. Scheiße. Mann. Ja gut, aber abschließen will ich das Level schon. So, und da haben wir es auch abgeschlossen. Jawohl, schönes Level, schöne chinesische Mauer. Okay, und einen Level machen wir noch. So, und wir machen noch das Level von Flo, nämlich Skywheel Saga. Und er hat Blue X2-Plattform verwendet. Okay, gut, dann schauen wir mal, was er damit meint. Ich gehe mal hier durch die Tür. Ich denke mal, das ist nicht so gewollt, auf jeden Fall. Und, okay, es ist ein Challenge-Level. Ja gut, gut. So, hatten wir zwar im letzten Part schon zwei, aber ja, gut, kann man mal machen. Und, okay, gut, ich verstehe. So, ich hab's jetzt ein bisschen einfacher, weil ich jetzt direkt einen Powerblock in der Hand habe. Und ich darf hier nicht runterfallen, denke ich. Und jetzt kriege ich wieder einen neuen Powerblock. Ne, jawohl. Und wenn das Trampolin aus dem Screen ist, dann, ja, dann kommt ein neues. Aber das sollte mich eigentlich nicht stören. So. Kriege ich den Powerblock? Ja, 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 sehr gut. Und jetzt da rein. Okay, das ist eine coole Idee hier. Das ist eine coole Idee. So, jetzt habe ich natürlich einen Powerblock mehr, als ich brauche. Egal, das passt dann schon mal so. So. Ja, den hätte ich mir noch aufsparen sollen, ne? Den hätte ich mir aufsparen können. Weil hier kann ich mir nicht nochmal einen weiteren crammen. Shit. Egal. Passt schon. So, komme ich da hoch? So, jawohl, ja, ganz knapp. Okay, gut, weiter geht's. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Und hier gehe ich mal nicht durch die Tür. So, was geht ab? Ich hoffe, ich sterbe nicht, aber ich fliege hier runter. Okay, gut. Jetzt habe ich natürlich hier immer diese Wartezeit. Aber egal, ja, das geht schon. So, und ja, wenn man einmal im Takt ist, hier kann man sogar rennen. Zumindest, man kann da auf die Eisblöcke drauf. Okay. Ja, wobei, das will ich eigentlich vermeiden. So, ja, meine Sache ist jetzt halt eigentlich immer springen und dann irgendwie die Mannschaft aktivieren. Und dreimal müssen wir das schaffen. Ja, man muss einmal in den Takt reinkommen, ne, wie beim Seilspringen. Und dann hat man es eigentlich. So, aber das ist leichter gesagt als getan. Ach Gott. Und ich sag mal nicht, wie das hier aussieht. Ach Gott, nein, scheiße! Ja, die Hitze, regt meine Fantasie an. Jawohl. Okay. Komm her, Powerblock, bitte. So, oh Gott, ist das schwierig. So. Nein. Okay. So. Okay, komm. Ja, okay. Jetzt habe ich einen Plan. Immer in die Mitte springen. Ach Gott. Ach. Diese blöden Eier. So, neue Runde. Oh Gott. Komm her. Oh Mann. So, ja. Okay. Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe hier jetzt rein und dann springe ich hier rein. Okay, jetzt haben wir es. Das Geheimnis um die blauen Eier. Haben wir gelöst. Jawohl. Und jetzt können wir hier... Nein! Warum dreht er noch? Drückt er nach oben? Oh Mann. Ja gut, aber das ist... das ist jetzt halt leicht wieder gemacht, ne? Wir sehen uns gleich wieder. So, Mario. Jawohl, und diesmal bitte hier nicht nach oben drücken, danke. Vielen lieben Dank. Okay, was kommt jetzt? Ein Checkpoint, okay. Oh mein Gott. Oh Gott, Bowser, hi. Willkommen. Und, ich muss den so töten. Aber ich krieg unendlich viele Feuerblumen. Und die brauche ich auch. Und ich kann den Bowser theoretisch töten, wenn der nicht genau immer im richtigen Moment, oder im falschen Moment besser gesagt, sein blödes Feuer speien würde. Okay. So, jetzt hat. Komm her, ja. Einmal zwei. Ey, dieser Bowser, der regt mich auf. So, jetzt hat aber. So, ja, jetzt kassiert er mal. Jawohl. Und jawohl, noch mehr. Noch, oh, okay. Gut, aber das waren gute Treffer. So, sterben kann man hier eigentlich gar nicht. Nö. Also, das wird sehr schwierig. Aber dieser Bowser und seine blöden Flammen. So, komm. So, nein.
So, ja. Eins. Ach komm, ach komm. Okay, okay. Bowser, 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 bitte stirb. Ach Mensch. Oh, jetzt beginnt er so lamsig zu nerven. So, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, weiter geht's. Ich glaube, jetzt wäre ein Checkpoint sinnvoller. Oder? Naja, solange man nicht sterben kann, ist es wurscht. So, okay, okay. Da stand irgendwas. Egal, ich glaube, ich muss da drauf bleiben. Oder? Oder nicht? Da stand auf jeden Fall was. Die Frage ist nur was, aber egal. Wahrscheinlich, dass ich die Red Coins brauche oder irgendwie so. So, hier komme ich nach oben, okay. Ah, okay, okay, das ist dafür da, dass hier die ganzen... Dass die ganzen Achterbahnen hier... Diese Knochenbahn, diese Blue X2-Bahn aktiviert werden. Und der nimmt mir meine Feuerblume weg, das ist unfair. Aber okay, gut. Ich hoffe, ich kann jetzt hier nicht sterben. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. So, jetzt haben wir alles aktiviert. Jawohl, oder? Haben wir alles aktiviert? Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt brauchen wir die roten Münzen. Und ein Bonusraum. Eine Bonusraummusik, okay. So, hier kriegen wir sogar zwei auf einmal und wir sterben zum Glück nicht. So, und... Oh, das sieht doch sehr schön aus, ne? So, ich... Genau. So, jawohl. Ja, das ist ein schöner Effekt, ne? Wow, 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 wow. Okay. Gehen wir rein und... Das ist Ziel. Okay, dann hatten wir nur... Oh, oh. Da oben will ich jetzt noch drauf. Da hatten wir nur einen Checkpoint, glaube ich. Okay. Ja, da oben ist noch was. Da oben ist noch ein One-Up, oder? Ein One-Up. Ja, ein One-Up. Sehr schön. Und sogar ein Stern. Und eine Feuerblume. Okay. Kein Yoshi leider, aber egal. Egal. Ja, schönes Level. Sehr schön. Hat mir gut gefallen. Das war eine gute Challenge. Jo. Und auch spaßig. Genau. Und jo, das war, würde ich sagen, auch ein spaßiger Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Und... Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer BlueX2 und ciao!